herzlich willkommen zu Folge 3 von unserem Wiki-Quiz. Oh Gott, was machen wir hier eigentlich? Ein Wiki-Quiz! Machen wir jedes Mal Woo, wenn jemand Wiki-Quiz sagt? Ja, das muss ein Signature-Move sein. Also, okay. So. Ja, ich würde sagen, ich fange wieder an, weil du warst ja das letzte Mal dran, ne? Ja, genau. Für die Zuschauer nur als Information, es steht 3-1 für die liebe Mello. Also, ja. Es ist doch schwerer, als ich dachte. Final Fantasy. Ja, Final Fantasy. Ich glaube, das wird mich in der Zeit lang verfolgen. Ja, ich fand Witcher eigentlich noch abwegiger, weil das ja nicht mal aus Japan kommt. Ja, okay. Aber gut. Du darfst beginnen. Ja. Bist du bereit? Sind deine Gehirnzellen angeschalten? Du darfst starten. Okay. Als seltener auch in Klammern von lateinisch hoch in der Luft befindlich erhaben, bezeichnet man den Prozess des unmittelbaren Übergangs eines Stoffes von festen in den gasförmigen Aggregatzustand, ohne sich vorher zu verflüssigen. Es handelt sich um einen rein physikalischen Vorgang, bei dem der Stoff chemisch unverändert bleibt. Bei den Druck- und Temperaturbedingungen, bei denen eine auftritt, existiert kein flüssiger Aggregatzustand, wie im Phasendiagramm rechts ersichtlich. Man bezeichnet diese Bedingungen auch als Druck und Temperatur bzw. zugenommen als Punkt. Dieser wiederum ist ein Teil der Kurve des Phasendiagramms, die in nebenstehendem Beispiel durch die Phasengrenzlinie zwischen Feststoff und Gas unterhalb des Tripelpunktes gegeben ist. Die Phasenumwandlung in Gegenrichtung zur wird in der Fachsprache als Re oder auch als Deposition oder De bezeichnet. Der Punkt ist bei Reinstoffen identisch mit dem Punkt. Bei Gemischen muss man beachten, dass sich beide unterscheiden können und daher in diesem Fall auch die Richtung der Phasenumwandlung eine Rolle spielt. Existiert bei Normaldruck eine Temperatur, so bezeichnet man diese Normaltemperatur. Ich habe das eins vergessen. So bezeichnet man diese als Normaltemperatur und tabelliert den Stoff mit deren Wert, ohne zusätzlich den Druck anzugeben. Jeder Stoff nimmt bei seiner die sogenannte Wärme auf, die gleich der Summe aus Schmelz- und Verdampfungswärme ist. So. Bist du bereit? Okay. Ich bin bereit. Okay, dann start. Sieden. Nein. Schmelzen. Nein. Das war der vom Fest in gasförmigen Zustand, ne? Ja. Verdampfen? Nein. Fachbegriff. Ich will einen Fachbegriff. Fachbegriff. Ja. Sieden ist vom flüssig in gasförmig. Wir suchen von fest in gasförmig. Schmelzen ist von fest in flüssig. Vaporisieren? Nein. Verdampfen? Nein. Ich möchte einen Fachbegriff. Fermentieren ist es ja dieses Mal nicht. Nein. Veredeln, vergasen. Nein. Distanzier dich mal von diesem ganzen Fair. Was ist denn der Anfangsbuchstabe? Darf ich den erfahren? S. Sieden? Immer noch nicht. Ja. Gott!
Physik, entschuldige bitte. Ich entschuldige mich an allen Physiklehrern, die ich hatte. Zehn Sekunden noch. Stopp. Jetzt, wenn du mir das jetzt sagst, ne, dann werde ich wahrscheinlich gleich ausrasten, weil es mir auch wieder auf der Zunge gelegen hat, bestimmt. Ne? Es ist die Sublimation. Die was? Die Sublimation. Oha, okay, das lag mir nicht auf der Zunge. Nee. Ja, ich hätte es auch nicht gewusst. Tatsache, Sublimation. Ja. Aber irgendwann habe ich das bestimmt mal gehört. Ja, im Physikunterricht wahrscheinlich. Sublimation. Ja. Also, merkt euch, das Sublimieren ist das Umwandeln von fest in gasförmig. Ja. Krass. Ohne sich vorher zu verflüssigen. Also es macht pff. Einfach so. Puff. Einfach weg. Und da gehen sie hin, meine Träume. Ja. Meine Träume supplementieren auch jeden Tag. Diesen Begriff muss ich in meinen Wortschatz aufnehmen. Sublimieren. Ja. Gut. Okay. Bist du bereit für deinen Begriff? Achso, erstmal die Punktetafel. Ich wollte gerade sagen, hast du meinen Punkt auch notiert? Hab ich. Es steht jetzt 4-1 für ja. dich. Ja. Wuppi. Oh Gott. Ich mach dich fertig. Oh Gott, ich spüre richtig so diese... Ich fühle mich richtig dumm gerade. Naja, vielleicht kriegst du ja jetzt auch einen Punkt, weil ich es nicht weiß. Ja, okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ein Hm ist ein Vorgänger eines Hm. Es ist in der Regel länger als das Hm, nur mit aufgebogenem Enden. Es ist zwischen 90 und 150 cm lang, kann aber auch über 190 cm lang sein und hat dementsprechend einen großen Achsstand, was auf Englisch so viel heißt wie Wheelbase. Der Hauptunterschied zum Hm sind größere Rollen aus weicherem Polyurethan, damit von unebenem Untergrund herrührende Stöße besser absorbiert werden und die Reverse Piston Trucks auch die klassische Achse TKP findet beim Hm Verwendung. Was ist das für ein komischer Satz? Zusammen mit dem erweiterten Achsstand ermöglichen sie so eine verbesserte Fahrstabilität bei höheren Geschwindigkeiten. Gibt es in verschiedenen Varianten für verschiedene Fahrtechniken. Ihre Fahreigenschaften können zusätzlich durch Veränderungen an Komponenten an die individuellen Bedürfnisse des Fahrers angepasst werden. So, bist du bereit? Ja. Okay, du darfst beginnen. Deine Zeit beginnt jetzt. Es hat auf jeden Fall was mit Autos zu tun. Was mit den Rädern, würde ich sagen. Mhm. Ist wahrscheinlich nicht die Radkappe. Polyurethan heißt das Material, Entschuldigung. Ja, es ist auch nicht das Rad an sich, oder? Nee. Es ist diese Verbindung zwischen den Rädern. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Autos. Wie heißt denn das? Nee, Stoßdämpfer auch nicht. Es hat aber auf jeden Fall was mit Autos zu tun. Du darfst ruhig ja oder nein sagen. Nein, das hat nichts mit Autos zu tun. Also okay. Du entfern dich mal ganz weit weg von Autos. Aber es ist dennoch ein Fortbewegungsmittel. Motorrad. Nein. Fahrrad. Nein. Roller. Nein. Was mit Rädern? Kutsche. Ja. Traktor. Nein. Ganz falsch. Es geht ganz weit weg jetzt. LKW. Nein. Hä? Was hat. Hä? Flugzeug. Nein. Hä? Es gibt. Was hat noch Räder? Ich rate ja schon, um was es geht. Ich hab keine Ahnung. Es ist zwischen 90 und 150 cm lang. Das ist noch 30 Sekunden übrigens. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe alles aufgezählt, was mir einfällt, was Räder hat. Ein Kinderwagen. Ich, keine Ahnung. Nein, auch kein Kinderwagen. Ich. Es ist
die Reifen bestehen aus Polyurethan. Vergiss das nicht. Das bringt mir auch nichts. Die Reifen bestehen aus. Ach, zehn. Ich habe keine Ahnung. Nee, weiß ich nicht. Das ist ein Hubwagen. 3, 2, 1. Ja, weg. Jetzt ist die Zeit abgelaufen und ich habe den Punkt. Also tatsächlich, es geht hier um Longboards. In diesem Artikel. Also beziehungsweise Longboards, Skateboards besser gesagt. Long und Skateboards. Alles das war klar. Beschreibung davon. Okay, ja. Gut, das heißt, ich habe einen Punkt! Yay! Herzlichen Glückwunsch! 4-2 für die liebe Mellow. Ich bin immer noch vorne. Ja. Du kannst mir gar nichts. Gut, ja. Ich bedanke mich auch wieder fürs Zuschauen bei dieser Folge. Ich kriege gerade irgendwie Wortfindungsstörungen, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie schon. Irgendwie mir tut das nicht gut, dass ich so verliere. Also. Oh, ja, genau, daran liegt's. Ja, genau. Ja, danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Abonniert auch die liebe Mellow. Links findet ihr in der Endcard. Die wird gleich eingeblendet. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt. Jetzt habe ich die Wortfindungsschwierigkeiten. Wiki-Quiz. Wiki-Quiz. Alles klar. Bis morgen. Tschüss. Bis morgen. Tschüssi.